Meinrad, ich habe Ihre Wasserflasche wieder zurückgepackt. Er scheint zu schlafen. Vielleicht sollte ich mich dann einfach darum kümmern, Steine zu besorgen. Pack einfach die mal in die oberste Kiste. Vielleicht findet er sie, ansonsten kann ich ihn ja später darauf hinweisen. Hi Jim, willkommen im Stream. So, was haben wir denn da im Chat steht, das ist aber nicht schön. Ich mach das mal kurz weg. Also wir müssen es so sehen, die Schmuggler auf dem Server sind die Admins. Ich brauche hier irgendwie Support auf dem Server. Und das ist die Schmugglerrolle. Die Schmuggler tun erstens auf den Server aufpassen, dass da keiner Scheißdreck baut. Einmal so Progress, ne? Wir brauchen keinen Progress-Spieler hier auf dem Server, wo wir Roleplay machen. Dann hat jetzt gesehen, wie lange ich zum Beispiel für die Para gebraucht habe oder so. Ne? Also Progress-Spieler brauchen wir hier nicht. Da ganz schnell, bup, 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 bup. Ich habe Waffe, ich bin mächtig, ich habe Metallbase. Nee, so sollte Server nicht aufgebaut sein. Wir machen hier schön Roleplay, Erkundung, forsche, untersuche und dann erst ans Ziel komme. Ich habe jetzt erstmal Holzbase, ne? Ist Captain Phasma schon wieder aufgetaucht? Hat er da Infos für mich? Ja, eigentlich dürfen wir das nicht sagen. Ich hoffe, ihr wurdet ohne Hall. Ich gehe jetzt wieder ins Roleplay. Vielleicht ist sie hier in der Nähe, ich weiß ja nicht. Schlaf habe ich gebraucht, ja. Nachdem ich dieser hier Hausung gebaut hat, war ich ganz schön platt. Sie ist anscheinend noch nicht von ihrer Mission zurück. Für meine Wasserflasche zu füllen. Okay, dann ist da wieder Nacht. Ich mach mir mal ein neues Leuchtsignal. Ich da weiterer Sturmtruppler auf die Decke kommen. Okay, da haben wir ein Problem. Wir haben seine Leuchtkram noch nicht gelernt. Haben wir Punkte? Ja, doch, wir haben Punkte, wir kennen. Weil wir haben ja schon eine Leuchtpistole besitzt, natürlich wissen wir danach, wie die. Wenn wir die Ressource hätten, ne? Das ist das nächste Problem. Aber ich habe hier doch schon, seit ich die Behausung angefangen habe, Feuerstell am Larve. Ja, das ist Holz. Ist schon mal. Das mal alles nehmen, was wir machen. Dann das gut durch. Dieses Pulver ist klar. Müssen wir wieder zermahlen. Führer. Den Pulver vermische. Wünschst du Druckschlag? Ja, scheiße. Weiter weg. Lass mal den Mörser nicht kaputt machen. Wir haben in der Hinsicht haben recht, wir könnten eigentlich auch Schluss machen. Ich glaube nicht, dass jetzt noch weitere neue Sturmtruppler zu finden werden. Zu finden werden sein müssen, bla. Warte einfach noch, bis Captain Phasma zurückkommt und dann. Da ist, sie soll sich zur Ruhe setzen. Aber ich muss erstmal noch ein Bettfässer anfertigen. Das ist ein bisschen komisch da mit dem Übernachte. Kann aber gut sein, dass er nämlich auftaucht, ne? Vielleicht ist Rayo was unterwegs zugestoßen. Ruf sagt du mal Zammerrolle. Hinpacke. Ah, hier ist mal Feld. Oh, sie muss doch schon da gewesen sein.
Da ist ja mal ein Feldflasch. Wo ist sie dann hin? Jawoll, das Rebellenschiff wurde wieder abgeschossen. Sehr schön. Ins Lerne, du. Gut. Wir haben jetzt aber da Schießpulver, ne? Wenn wir da auch nochmal Sparkpuder herstellen. Oh, Captain Phasma, Sie sind zurück. Wo waren Sie? Mein Lord, ich habe weitere Stämme besorgt und Steine. Weil wir doch über das Schmelzen des Metalls gesprochen hatten. Ich habe Ihre Wasserflasche in die obere Kiste gelegt. Ich hoffe, Sie haben sie bereits gefunden. Jawohl. Haben Sie aus Ihrer Kapsel noch eine Leuchtpistole? Nein, mein Lord, leider habe ich keine mehr. Ja. Arbeiten. Ob mal 10 hinkriege. Aber gut. Nicht ändern, aber wir haben dann wieder Feuerkraft. Wir werden das Lager jetzt schließen. Wir legen uns zur Ruhe. Hier ist Ihr Bett. Oh, vielen Dank. Ich setze das letzte Leuchtsignal und dann... Roko, geht dich schlafen. Morgen geht die Rebellenschlacht weiter. Die das, dass die Laie bleiben, mein Charakter springt immer auf. Ich weiß nicht, wo dran das leid. Der Autoklicker ist hier nicht an. Das ist der Autoklicker. So, Autoklicker ist aus. Sicher macht da nichts. Geht nicht. Kann nicht liegen. Macht dann einfach so. In uns. So. Captain Phasma war wohl erledigt von der Baumstämmerei und Stein in die Base trage. Die ist immer direkt ingepennt. So. Wir gehen ins Stream-Ende rein. Das war's heute wieder vom Stark Wars Server. Ich danke jedem Follower heute. Gamer97 Pro Meuchel hat subscribed auf den dritten Monat. Sehr gut. Und Jimmy! Wir nehmen deinen Sturmtruppler-Helm entgegen und reih dich bei den anderen ein. Willkommen beim Imperium! Hast du noch schnelle Follower-Call für den nächsten Stream nicht zu verpassen? Ich würde empfehlen, schnapp da mal Ausrufezeichen Discord. Oh, dass du die Streams früher ankündigst, wann ich streame tue, ne? Falls. Oh, ich krieg gerade gesagt, ich soll doch noch mal lieber online bleiben. Dann das für einen Krach. Captain Phasma! Jawohl, mein Lord. Wir haben doch einen Blaster. Ja. Irgendwas ist vor der Tür. Guten Tag. Wir wollten noch mal vorbeikommen. Wir wollten mal gucken, wie weit sie sind und ob sie vielleicht etwas gebrauchen können. Du kennst schon. Mein Lord, sind Sie mit dieser Person vertraut? Wer ist dort? Er behauptet auf jeden Fall schon mal hier gewesen zu sein. Soll ich ihn einfach abschießen? Ach, Sie sind das. Können die Waffe senken.
Ich dachte, ich komme noch mal vorbei. Vielleicht könnten Sky, richtig? Brauchen. Ja, genau. Ich grüße Sie. Sie auch. Befass mal, das ist eine einheimische Person. Schon länger auf diesem Planeten heimisch. Von ihm habe ich die Zähmung dieser Kreatur gelernt. Ja, ich sehe, Sie haben es inzwischen hingekommen. Ja, nur brauchte ich keine Falle dafür. Ja. Sie haben also doch noch eine andere Möglichkeit gefunden. Aber ich hätte zum Beispiel einen tollen Druiden für Sie im Angebot. Den habe ich etwas woanders gefunden. Weit hinten im Dschungel. Haben einen Druiden? Ja. Was möchten Sie dafür? Also, der würde natürlich auch einiges kosten. Dein Leben. Sagen wir, werde dich aufschlitzen. Soll ich ihn aufschlitzen, um dort an der Druide zu kommen? Was hat er gesagt? Rohes Metall. Ja, rohes Metall wird mir sogar. Was mal was? So, Metall. Kenntnisse? Ressource? Das wird wahrscheinlich die Ressource sein, von der wir gesprochen haben, dass wir versuchen wollten, sie zu schmelzen. Gehen Sie mal rein und holen. Ja. Können Sie vielleicht noch was anderes gebrauchen? Wäre oder, das dies? Oder ist es das, was Ihr Herz begehrt? Ja, genau. Herz begehrt, was habe ich doch gerade gesagt? Ein wenig mehr und ich würde Ihnen einen Druiden zur Verfügung stellen. Captain Phasma, wir gehen mal rein und gucken, wie viel wir davon haben. Ja, aber mein Lord. Mein Lord, wir haben nur 50 Stück. Nur 50? Ja, wir haben noch nicht sehr viel von dieser Ressource gefunden. Meinen Sie, diese Person hat noch mehr Informationen brauchen können? Oder wird er uns nicht mehr vom Nutzen sein? Ich denke, Androide wird uns mehr von Nutzen sein als diese Person. Auch wenn die Informationen der Insel auch nicht schlecht ist. Wir sollten vielleicht erst abklären, ob er noch andere Informationen uns zur Verfügung stellen kann. Meinen Sie etwa, er hat den Droiden nicht dabei? Ich kann es nicht sagen, ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Okay, dann müssen wir diese Information rausfinden, ob der Druide bei ihm ist oder ob er ihn versteckt hat. Dann werden wir das rausfinden. Vielleicht zeigt er uns den Druiden, um herauszufinden, ob er überhaupt von der imperialen Seite ist, ob er uns von Nutzen sein kann. Die führen die weiteren Verhandlungen. Und? Für uns ist momentan fraglich, ob der Druide, der sich in ihrem Besitz befindet, überhaupt von unserem Nutzen sein kann. Denn wenn es ein Druide der Rebellion sein sollte und nicht im imperialen Dienst gestanden hat, können wir vermutlich nichts mit ihm anfangen. Weil die Zugangscodes nicht stimmen. Wir würden den Druiden gerne sehen. Da bin ich leider nicht so bewandert, um zu sagen, ob es einer von Ihrer Seite oder der Rebellion ist. Aber ich kann Ihnen den gerne später zeigen. Allerdings müsste ich... Ah, jetzt wissen wir schon mal, dass er eine Nett dabei hat. Also kann man eine Nett abschlachten. Ganz direkt aussieht. Der sieht doch nicht ganz so schön aus. Dann holen Sie mal den Druiden. Denn ohne dieses Wissen können wir keine weiteren Verhandlungen führen. Gut, ich werde mich darum kümmern, dass ich schnellstmöglich wieder hier bin. Wir erwarten Ihren Besuch. Welche Kreatur ist das denn? Oh mein Gott, gucken wir hin im Himmel. Gucken wir hin im Himmel. Was ist das? Oh mein Gott, was tun die dort? Was ist das da oben im Himmel? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Superman! Oh Mann, was Kacknoobs!
Was ist das für eine Kreatur? Es ist eine ganz andere Art anscheinend. Sie trägt kein Horn. Das muss eine Einbildung gewesen sein. Wahrscheinlich war es wieder nur ein Wrackteil, was vom Himmel stürzte. Das hat aber eine sehr komische Flugbahn. Das stimmt. Aber vielleicht wurde es durch irgendwelche Explosionen nochmal hochgeschleudert. Er hat's gut gerettet, ne Leute, oder? Er hat's gut gerettet. Ich werde mal schauen, aber... Jetzt erklären Sie mir erstmal, auf was für eine Art Tier Sie diesmal sitzen.